Wunderschönen Sonntagnachmittag oder Sonntagabend für euch da draußen. Minustemperaturen an der Luft, also bleiben wir lieber daheim und vor allem dann später auch vor dem Fernseher für die heutigen NBA-Spiele. Folge 5 bereits der NBA-Videos auf Oddspedia und heute am 1. Dezember hoffe ich mal, dass wir den ein oder anderen positiven Tipp für den Dezember-Adventskalender haben. Bevor wir aber darauf schauen, gucken wir doch einmal auf die Zusammenfassung der Tipps hier auf YouTube. Ich mache mir mal hier zur Seite. Letzte Woche waren es 4 Tipps, ein super geiles Spiel zwischen den Rockets und den Mavs. Beide Tipps richtig gewesen, aber was mich viel mehr gefreut hat, wie cool dieses Sonntagabendspiel war, vor allem für mich als Mavs-Fan. Nuggets gegen Suns, das hat nicht ganz funktioniert und Wizards Kings ging dann doch ganz gut auf. Das macht insgesamt einen positiven Yield bisher von den 23 Tipps von 16,54% und ein Einheiten-Plus sowie eine ganz gute Trefferquote. Beides sind statistische Werte, die, wenn sie so werden wie in den letzten Jahren, wahrscheinlich noch nach unten gehen werden. Aber schauen wir mal, vielleicht bringt dieses YouTube-Format ja auch mir ein bisschen Glück. Wer meinen Tipps folgen möchte, der geht einfach auf unsere Facebook-Seiten. Verlinkung unten in den Kommentaren. Die Tipps, die ich absetze, stelle ich auch seit ein paar Tagen auf einen Telegram-Kanal online. Mal schauen, ob das erfolgreich wird. Wer auf jeden Fall sehen möchte, mit welchen Geldbeträgen ich wette, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich, der kann joinen und wie das so üblich ist, einfach über einen unserer Affiliate-Links anmelden und dann ist man dabei, sein Leben lang kostenlos und gerne mit mir Kontakt via Facebook aufnehmen. Bevor wir aber da hinschauen, einmal ein Blick auf die Tabelle im Osten, nichts Neues, die Milwaukee Bucks mit einer 10-Siegesserie an Position 1 und die Raptors folgen darauf auf Position 2 und Miami Position 3. Ich glaube, Nummer 2 und 3, Raptors und Heat, weiter eine positive Überraschung. Und hier auf der Gegenseite, wer hat der Tabellenerste 10 Siege in Folge, gibt auch jemanden mit 10 Niederlagen in Folge und das ist die Mannschaft aus Atlanta. Die Hawks enttäuschen dann doch, obwohl Trae Young auch in seiner Entwicklung einen positiven Schritt nach vorne gegangen ist, nochmal stärker als in der letzten Saison, aber bisher hilft es den Hawks nicht, das in Siege umzumünzen. Die Knicks können aber wieder hinter die Hawks kommen, indem sie heute Nacht verlieren und hätten dann auch wieder 16 Niederlagen. Positive Überraschung, weiter im Osten die Pacers und bisher recht enttäuschend dann doch die Detroit Pistons. Und ich denke, auch von den Magic und Nets, ja, Nets passt eigentlich, aber von den Magic hätte man doch etwas mehr erwarten können. Im Westen hat sich im Vergleich zur letzten Woche auch nicht so viel getan. Auch hier haben wir die Lakers mit 10 Siegen in Folge. Sind ja auch vor allem in der Verteidigung relativ gut mit nur 103 zugelassenen Punkten und 112 Punkte, die sie im Schnitt machen. Die Nuggets heimlich still und leise, trotz der Niederlage gestern Nacht gegen die Kings, sind sie auf Position 2. Die Clippers da ungefähr, wo man sie, denke ich, erwarten kann, auch zum Ende hin. Stichwort Load Management und Paul George, Kawhi Leonard, die werden ihr ganzes Potenzial mit Sicherheit erst in den Playoffs abrufen. Houston Rockets, gleiche Bilanz, genauso viele Niederlagen wie die Dallas Mavericks, die heute auch bei dem Sonntagabend-Topspiel gegen den Tabellenersten auf die Los Angeles Lakers treffen. Jazz zwar auf sicheren Playoff-Kurs, enttäuschen mich aber anhand meiner Erwartungen schon ein bisschen. Und positive Überraschungen gibt es auch hier im Westen mit den Wolves und den Suns. Trailblazers mit Melo Anthony, mal schauen, wie weit es da nach oben geht. Und ich glaube, die San Antonio Spurs, die hätte man jetzt auch nicht unbedingt so weit hinten erwartet, auch wenn wir jetzt erst 20 Spiele in der Saison sind. Heute haben wir 9 Spiele und damit fangen wir jetzt an, damit wir auch wieder am Ende so bei 20 bis 30 Minuten angekommen sind. Die Brooklyn Nets gegen die Miami Heat, die erste Partie. Hier steht 22 Uhr, aber zu deutscher Zeit um 21 Uhr wird das anfangen. Hier mal den Injury Report, Derrick Jones und Ogpala draußen, sollte nicht wehtun. Und bei den Nets weiterhin inaktiv Kyrie Irving und Claxton ist egal. Irving relativ interessant, seitdem hat Spencer Dinwiddie übernommen, der letzte Saison schon, glaube ich, wirklich gut gespielt hat und auch in dieser Saison bisher 20 Punkte und 6 Assists beisteuert.
Mit der Abwesenheit von Irving hat er das jetzt sogar auf 25 Punkte pro Spiel ausgebaut. Und da er mehr oder weniger die einzige selbst kreierende Scoring-Option ist bei den Nets, da nicht nur Irving ausfällt, sondern gut, Durant sowieso für die ganze Saison, aber dazu auch noch Caris LeVert, der auch Scoring-Last abnehmen kann, ist diese Leistung eigentlich nur umso höher zu bewerten. Und es ist auch ganz interessant, wie man Kyrie Irving findet oder nicht, soll keine Rolle spielen, aber statistisch gesehen habe ich etwas gelesen, dass die Siegesbilanz seiner Mannschaften, Nets und Boston kumuliert zusammen, eigentlich genauso gut, sogar ein bisschen besser sind, als wenn er auf dem Platz ist. Ich hoffe, aus Sicht der Nets zumindest, dass Irving, wenn er wieder zurückkommt, das Team verstärkt, denn dann ist das auch ein Team, was doch in dieser Saison schon um Platz 4 bis 6 easy mitspielen wird. Die Heat, eine große Überraschung. Butler, der Franchise-Player, der aber nicht so viel Geräusche, Noise macht, wie in den Jahren zuvor bei Philly oder auch Minnesota, passt sehr, sehr gut in dieses hart arbeitende Team mit den Youngsters. Nunn an erster Stelle zu erwähnen, aber auch Hero, oder Harrow, wie man ihn ausspricht, wirklich mit einer guten Rookie-Saison und aus der zweiten Reihe oder besser gesagt aus den erfahrenen, von den erfahrenen Spielern macht auch Goran Dragic eine sehr, sehr gute Figur. Aber lang genug jetzt darüber geredet, schauen wir uns mal die Quoten an. Die Heat auswärts bei den Brooklyn Nets sind auf jeden Fall Favorit. Ich denke, das ist anhand des Kaders, den die Nets gerade zu verzeichnen haben, auch verständlich. Wenn wir uns die letzten Spiele einmal anschauen, vielleicht habt ihr es auch gesehen, am Black Friday 112 zu 107 gegen Boston gewonnen. Boston hat eigentlich bis auf Tatum einen rabenschwarzen Tag gehabt. Vor allem Kemba Walker hat mir nicht gefallen, der im Heimspiel zuvor gegen eben die Nets aufgedreht hatte. Von daher Brooklyn hat gut die Führung gehalten, immer mal wieder ausgebaut und wenn Boston seine Läufe hatte, gut gekontert. Trotzdem möchte ich jetzt diesen Sieg nicht so hoch bewerten und kann auch die Quote sehr, sehr gut nachvollziehen. Miami hingegen hier in Houston ohne Butler angetreten gegen die dezimierten Golden State Warriors. Da braucht man sich, glaube ich, jetzt kein Bein ausreißen, um da zu gewinnen. Gegen Philadelphia, Playoff-Contender definitiv verloren. Die Heimkehr von Jimmy Butler und souveräne Siege gegen Charlotte und Chicago. Und jetzt ist die Frage, wie schätzt ihr die Nets ein? Für mich sind die Heat doch dann deutlicher Favorit. Ich glaube, wenn wir hier Line-Ups klicken, passiert nichts. Und wir schauen uns mal die Over-Underscores an. So, die Line offiziell bei ca. 2,15, 2,16. Habe ich schon mal keine Meinung dazu, aber eher jetzt bei den Handicaps. So, die offizielle Line ist so bei ca. 3,5 auf Miami, das heißt also plus 3,5 auf Brooklyn, gibt eine 1,9er Quote. Wer glaubt, dass die Nets da weitermachen, wo sie gegen Boston aufgehört haben und auch generell seit der Verletzung von Kyrie ist hier sehr, sehr richtig. Die Heat sind auswärts diese Saison sehr schwach. Also das muss man sagen, dass sie auswärts nicht ihr gleiches Potenzial abrufen wie daheim. Und das könnte für Brooklyn sprechen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Matchup-Vorteile und gerade die Defensive von Miami gut genug sein dürfte, um hier den Kollegen Dinwiddie in Schach zu halten. Und deshalb merke ich mir mal vor, die 1,65 oder minus 2 auf Miami. Minus 3,5 ist mir schon wieder ein bisschen zu viel, vor allem für so ein Sonntagnachmittagsspiel. Knicks gegen die Celtics. Die Celtics sind auch, obwohl sie jetzt eine hervorragende Season bisher spielen, für mich noch nicht so richtig einschätzbar, hat ein, zwei Gründe. Ein Grund davon ist, dass ich bisher drei Spiele von denen gesehen habe und die waren echt schlecht.
aber man hat immer mal wieder ihr Potenzial aufblitzen sehen. Hier folgendes: Hayward natürlich mit seiner gebrochenen Finger oder Hand fällt noch ein bisschen aus. Tackle Fall, das ist dieser riesige, hier, der passt gar nicht in mein Zimmer wahrscheinlich. Und bei den Knicks haben wir doch einige Spieler Day-to-Day. Peyton fällt aus. Marcus Morris, der Topscorer der Knicks mit 18,7 Punkte, Day-to-Day. Und Dennis Smith Jr., Day-to-Day, der auch in seiner Entwicklung stehen geblieben ist und in New York nicht so die Rolle gefunden hat. Also, wenn wir uns mal die letzten Spiele anschauen, mal schauen, ob wir hier etwas zu den Knicks sehen. 5 Niederlagen in Folge. Aber auch die letzten 5 Spiele der Celtics war jetzt nicht so berauschend. Hier war New York relativ knapp dran an Philadelphia. Deutliche Auswärtsniederlage in Toronto. Daheim gegen Brooklyn knapp verloren, aber zwischendurch waren sie auch mal ordentlich hinten. Und gut, es gibt halt nicht so viel Positives zu erwähnen, wenn du fast jedes Spiel verlierst. Von daher gibt uns das nicht so viel Aufschluss. Ich denke, Boston haut ziemlich oft einen im Scoring raus, aber sind auch für mich schwer einschätzbar jetzt in diesem Spiel, ob sie Vollgas geben oder so wie wir den letzten Nachmittag spielen, das war in Sacramento unter 100 Punkten geblieben und jetzt gegen New York, Brooklyn, sorry, 107 Punkte gemacht, also nicht wirklich so viel und New York fehlt dann doch schon einiges an Organisation und Firepower, wenn die Day-to-Day-Spieler nicht auflaufen. Ich denke, hier wird es darauf rauslaufen, zack, dass ein Sieg auf Boston mit einer 1-3 eventuell kombiniert wird oder auch nochmal hier in Kombiform oder sogar als Einzelwette mit minus 4, minus 5 angespielt werden sollte. Eine minus 8, was hier die offizielle Line ist, ist mir zu gefährlich. Allerdings sollten die Knicks-Spieler Morris und Dennis Smith beide nicht auflaufen, dann wäre so eine Wette vertretbar. Aber ich habe mir jetzt zwei, dreimal die Hände verbrannt an den Celtics, also lassen wir das mal lieber. Gerade darüber gesprochen, vielleicht findet man so zwei, drei Teams, wo man eine Kombi machen könnte. Eins, das gehen wir ganz schnell durch, das sind die Timberwolves gegen die Grizzlies. Die Timberwolves stehen wirklich gut da, vor allem gemessen an meinen Erwartungen vor der Saison. Aber auch die Grizzlies, zwar Vorletzter im Westen, trotzdem mit bereits 5 Siegen und einigen knappen Niederlagen besser als erwartet, liegt vor allem auch an dem Joe Morant, der Topscorer und Top-Assistgeber, der Rookie, der momentan auch auf Rookie of the Year Kandidat ist, spielt wirklich gut. Und auf der anderen Seite haben wir Karl Anthony Towns, der nicht nur an seinem Dreier gearbeitet hat, sondern auch ein bisschen an seiner Einstellung, wirkt irgendwie fokussierter als in den Jahren davor und mit 26 Punkten, 12,5 Rebounds legt er auch bombenstarke Statistiken auf und Andrew Wiggins spielt dieses Jahr auch deutlich konstanter, könnte aber immer noch einen Schritt drauflegen. So, bei den Grizzlies fallen Morant und Anderson Day-to-Day, die potenziellen Ausfälle oder Ausfälle bei den Timberwolves sind verkraftbar. Das heißt, hier gibt es keine andere Möglichkeit als den Sieg der Wolves. Deshalb brauchen wir da auch nicht weiter drum rumreden. Ich bin generell bei Underwetten relativ vorsichtig, deshalb Over kommt für mich nicht in Frage. Dafür kann ich nicht einschätzen, was die Ausfälle bei den beiden Teams bewirken, aber wir merken uns jetzt ja auch mal wieder vor, Sieg Timberwolves, vielleicht trotzdem sicher ist sicher, nochmal hier die Asian Handicaps anschauen, auch, ja, fängt schon tief an, minus 11, die Line, weiß nicht, ob jetzt hier minus 5 oder so, das ist halt fast kein Unterschied von der normalen Quote. Minus 11 ist mir schon wieder zu viel dafür, dass wir hier von den Timberwolves reden und ich mir echt schwer tue einzuschätzen, wie die
Grizzlies ohne Morant spielen. Der fällt jetzt eventuell ein, zwei Wochen aus wegen Rückenschmerzen. Ist vielleicht die NBA-Belastung für seinen Rookie-Körper noch ein bisschen zu heavy. Mal gucken. Vielleicht habe ich hier noch im Laufe des Videos die ein oder andere Idee. Dann das Topspiel. Heute 22 Uhr. Wer freut sich nicht? Der Tabellenführer empfängt unsere Dirks ex Dallas Mavericks. Die Quotenverteilung klar: 1-3 auf die Lakers, 3-5 auf die Mavs. Ungefähr so wie letzten Sonntag, als die Rockets demoliert wurden von den Mavericks. Aber jetzt rufen wir uns mal hier ins Gedächtnis. Dieses Spiel hatte schon mal einmal in der Saison stattgefunden. Und da haben die Lakers 119 zu 110 gewonnen. Allerdings erst in der Verlängerung. Und Danny Green hat den Dreier, ich glaube, das war sogar ein Buzzerbeater, zur Overtime in Dallas getroffen. Jetzt Dallas auswärts. Über Luka Doncic, wer Basketball verfolgt, liest man eigentlich nach jedem Spiel wieder aufs Neue, was für ein krasser Typ er ist und wie sich das in Statistiken nieder oder ausdrückt, sehen wir hier 30,8 Punkte, fast schon Harden-Niveau, 10 Rebounds oder 9,9 und 10 Assists oder 9,6 in 34 Minuten. Und du hast, wenn du diese Statistiken liest und du siehst das bei einem Russell Westbrook, da würde jeder auch ein bisschen zu Recht sagen, okay, der geht vor allem auf seine Stats, Ballhogger und was weiß ich. Bei Doncic ist das irgendwie alles so spielerisch mit einem Lachen und es wirkt bis auf seine Dreier eigentlich nicht wirklich forciert. Also der Junge, der macht so unglaublich viel Spaß und deshalb freue ich mich wirklich, dass die Mavericks auch bisher ganz gut auf The Zone vertreten sind. Denn kann ich eigentlich jedem empfehlen, die Spiele auch auf The Zone anzuschauen, trotz deutschen Kommentar. Die machen das echt gut da. Und jetzt ist es schon das zweite Sonntagsspiel in Folge. Also sehr, sehr geil, gerade für mich als Mavs-Fan. Bei den Lakers, LeBron James auf MVP-Niveau, 11 Assists, da ist hier der Top-Assist-Geber. Und Davis spielt auch gewohnt stark und das, obwohl er ein bisschen Schmerzen an den Schultern hat. Avery Bradley fällt aus, guter Defender, könnte den Mavs auf jeden Fall nicht schaden, dass der nicht dabei ist. Und Kyle Kuzma, Day to Day, könnte so ein bisschen Zünglein an der Waage sein. Was ganz geil ist bei den Dallas Mavericks, seitdem Seth Curry eigentlich ein paar Spiele gefehlt hat, ist Tim Hardaway Jr. in die Starting Five gekommen. Und seitdem spielt er so ein bisschen wie die Rolle, die ihm eigentlich angedacht war, dass er die Dreier macht, dass er der dritte Topscorer ist und konstant seine Würfe trifft. Also der spielt wirklich sehr, sehr stark seit den Spielen, wo er in der Starting Five ist. Und wenn er so weitermacht, dann reden wir wirklich von den Dallas Mavs als Top-4-Team diese Saison. Denn was man bitte nicht vergessen sollte, dass Kristaps Porzingis statistisch nicht verkehrt spielt, aber noch viel mehr drauflegen kann. Er gibt den Mavs eine gute Rim Protection, richtig geile Blocks pro Spiel, gute Rebounds, ein paar Punkte. Und wenn er noch ein bisschen mehr auf sein Niveau kommt von vor der Verletzung, ich sag mal 70, 80%, dann sind die Mavs auf jeden Fall unter den Top 4, 5 im Westen. Und wenn er auf 100% kommt und sonst nichts passiert mit Doncic, dann kann ich mir vorstellen, aufgrund der Tiefe des Teams geht da einiges. Und sie sind ja momentan, zumindest habe ich das auf, ich glaube, RealGM gelesen, Nummer 1 Kandidat Andre Iguodala, der bei den Memphis Grizzlies wartet, bis er endlich mal dort weggetradet oder rausgekauft wird. Wie habe ich den Satz angefangen? Aber auf jeden Fall sind sie Kandidat Nummer 1 für Iguodala und der würde den Mavs noch so ein bisschen Defensivpräsenz geben, denn das auch ein bisschen ihrem Spielstil geschuldet, haben sie nicht wirklich. Man sieht hier 113 Punkte gegen Phoenix. Hier sieht man nicht, wer wie viele Punkte gemacht hat. 14 Punkte gegen 113 Punkte gegen Phoenix, 114 gegen Clippers, 123 gegen Houston und gegen Cleveland auch die 100er kassiert. Lakers haben genauso wie Dallas am 30. gespielt. Das ist dann vorgestern Nacht gewesen. Also da haben sie keinen Vor- oder Nachteil. Und sie haben eigentlich bis auf Washington
nicht so richtig souveräne Ergebnisse von den letzten 5 Spielen und nach 10 Siegen in Folge muss man doch damit fast davon ausgehen, dass der Streak vorbeigeht, oder? Jetzt überlegen wir vielleicht nochmal auf andere Richtung. McGee, der sollte ein paar Punkte machen können. Anthony Davis ist definitiv nicht verteidigbar. Maxi Kleber, der eigentlich beste One-on-One-Verteidiger, der ist ein bisschen zu klein. Also der beste One-on-One-Verteidiger von Dallas ist ein bisschen zu klein für Anthony Davis. Auf der anderen Seite Luka Doncic, der wird auch nicht gehalten werden können von LeBron oder Rondo, glaube ich auch nicht mehr, dass der da mithalten kann. Es wird viel davon abhängen, wie die dritten und vierten Scoring-Optionen bei Dallas funktionieren. Und mit ihrem schnellen Spielstil sollten sie auf jeden Fall zu einigen Punkten kommen in LA. Und von daher, das ist ja schon fast Pflicht, bei diesem Spiel zu wetten. Und ich würde fast darauf gehen, bin ein bisschen abergläubisch, letzte Woche in der 1,7er-Quote, zweimal bei Dallas getroffen, von daher über 219 Punkte. Ist wieder eine 1,7er-Quote und dann schauen wir uns mal die Handicaps an. Also ich glaube nicht, dass Dallas das gewinnt. Ich hoffe es natürlich, ich glaube es nicht. Ich denke, es wird so ein bisschen ähnlichen Verlauf nehmen wie das Spiel gegen die Clippers, dass die 2, 3, 4 Top-Teams der Liga einfach noch ein bisschen zu stark für Dallas sind. Und dann hängt halt sehr, sehr viel ab von Luka Doncic. Es ist ein National-TV-Game, soweit ich weiß. Es ist ein Sonntagnachmittagsspiel. Es ist gegen die LA Lakers. Es ist in LA. Da ist viel, viel Glamour vorprogrammiert. Deshalb erwarte ich eine top-motivierte Dallas-Mannschaft und finde die plus 8,5 Stand jetzt am besten, auch weil LA nicht unbedingt jedes Spiel gewinnen kann. Machen wir mal ein bisschen schneller durch, sonst wird das Video zu lang. Detroit Pistons gegen San Antonio Spurs. Was ist denn los bei Greg Popovich? Der wird ja auch nicht mehr sein Leben lang trainieren und ich hoffe, wenn er aufhört, dann mit einem Erfolgserlebnis. Ein Erfolgserlebnis wäre auch wieder dieses Jahr mit den Spurs unter die Top 8 zu kommen. Wenn du hier schaust, Minnesota und Phoenix sind so Wackelkandidaten, aber auch derzeit sind noch draußen ganz gut eingestimmte Sacramento Kings und die Portland Trail Blazers. Also das heißt, die Kollegen aus San Antonio müssen jetzt mal das ein oder andere Spiel gewinnen. Sie haben bereits gegen die Clippers gewonnen. Dort haben Leonard, Williams und George unglaublich schwach performt. Jetzt geht es gegen die Pistons, die ich eigentlich auch als Playoff-Kandidat im Osten sehe. Blake Griffin, Derrick Rose, Drummond, hier dieser Weiße, wollte ich jetzt sagen, hat auch einen ganz guten Sprung gemacht. Lua heißt er, glaube ich. Oder Kennard, komme jetzt nicht ganz drauf. Also das ist kein verkehrtes Team, aber obwohl Griffin wieder zurück ist, haben sie halt dann doch gegen Charlotte verloren. Und das ist schon irgendwie traurig. Davor, okay, gegen Orlando gewonnen. Sie sind offensichtlich auch nicht die Mannschaft für die große Offensive. Das heißt, das spricht auch dafür, dass es vielleicht noch nicht so richtig von der Hierarchie im Team passt. Over-Under finde ich nicht interessant. Hier könnte man schon auf einen reinen Spurs-Sieg setzen. Jetzt schauen wir mal an, wie die Line ist. Die Spurs, die sind eigentlich alle fit. Vom Injury Report LaMarcus Aldridge day-to-day. Auf der anderen Seite habe ich aber gelesen, dass er sicher spielt. DeRozan mit 22 Punkten, 52% Trefferquote. Statistisch gesehen solide. Deshalb vertrauen wir darauf, dass auch noch Rudy Gay ein ganz gutes Spiel haben wird und unser österreichischer Nachbar, der Jakob Pöltl. Plus 4,5 plus 3,5, das sind alles so Wetten, die ich gerne ansetzen würde, unter der Prämisse, dass Aldridge spielt. Das finden wir aber noch rechtzeitig heraus. Das Spiel ist ja bereits um 23 Uhr deutscher Zeit. Also hier auf Spurs mein Tipp. Pelicans gegen Thunder. Eine 1,75 auf die Pelicans, eine 2,28 auf die Thunder. Hier würde ich tatsächlich mich enthalten. Wir schauen mal ganz kurz auf
Den Injury Report bei den Oklahoma sind alle an Bord. Bei Pelicans weiterhin Favors und Williamson natürlich draußen und Lonzo Ball day to day. Aber es wird hier keine Wette geben. Orlando Magic gegen die Golden State Warriors. Mensch, was sind das dann eigentlich für zwei Namen im Basketball? Und hier möchte ich einmal ganz kurz auf die heute erwarteten Starting Fives eingehen. Denn ich habe gesehen, dass der gute alte Franchise-Player der Magic ausfällt. Na, wollte jetzt hier noch größer ziehen. Und Vucevic draußen, Michael Carter-Williams draußen und bei den Warriors, Lee ist wurscht, aber Looney, Curry, Thompson, Russell, alle weg und Green ist auch eher Day-to-Day. Und wenn ihr jetzt mal hier schaut, Eric Pascal oder Paschal, Pascal natürlich, mit 17 Punkten Topscorer. Corley Stein hat ein besseres Offer abgelehnt, um quasi so ein bisschen bei den Warriors mitzuschwimmen und seinen eigenen Marktwert hochzutreiben. War auch nicht die cleverste Idee jetzt im Nachhinein. Und ja, bei den Magic gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Also, das sind Teams mit unglaublich geilen Namen. Von früher zumindest bei den Magic. Man denke an Penny Hardaway, man denke an Shaquille O'Neal. Und jetzt schauen wir uns die Starting Fives an. Denn ich muss zugeben, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, hätte ich keinen Schimmer. So, und dazu bin ich mal ganz kurz auf der Seite lineups.com. Kann man sich hier eigentlich alles schön anschauen. Und wir fangen mal mit den Warriors an. Tada. Okay, hat jetzt nicht bei lineups.com so funktioniert wie erwartet, deshalb haben wir es ja kurz woanders rauskopiert. Also, Magic, Burge, Gordon, Isaac, Fournier, Falls. Sicherlich ist Aaron Gordon auch noch nicht so richtig im Vollbesitz seiner Kräfte und bei den Warriors ist es Corley Stein, Pascal, Glenn Robinson, aber nicht der Alte und Alec Burks und eventuell Draymond Green als Point Guard. Also, ich glaube, ohne Vucevic sollte man auch nicht unbedingt auf die Magic gehen. Vor allem die Quote von 1,27 gefällt mir nicht. Und die Warriors sind auch zu depleted, unter jedem Radar. Da braucht man jetzt auch nicht mit Handicap drauf gehen. Das nächste und tatsächlich vorletzte Spiel des Spieltages sind die Toronto Raptors gegen die Utah Jazz. Bei den Raptors ist es weiterhin so, dass Ibaka und Lowry ausfallen. Siakam mit 25 Punkten, 8 Rebounds, sehr, sehr stark. Und Van Fleet ist auch ein guter Ersatz für Kyle Lowry. Und bei den Jazz ist Mitchell wieder der Topscorer mit 25 Punkten. Gobert die Defense-Präsenz. Und ich glaube, dass mit Conley als Point Guard, mit Gobert eigentlich Siakam und Van Fleet relativ gut gedeckt oder verteilt werden können. Deshalb sehe ich ein bisschen Vorteil bei den Utah Jazz tatsächlich. Ich habe die schon ein, zweimal ein bisschen überschätzt. Bogdanovic gefällt mir aber immer besser und von dem halte ich auch relativ viel. Und deshalb würde ich hier auch die Line ist bei 2,5. Tatsächlich würde ich hier auf ein sehr, sehr knappes Spiel tippen. Over-Under ist uninteressant für mich und ich denke, dass die Jazz einen Auswärtsstil landen werden und der Dezember generell nicht der beste für Toronto werden sollte. Schwieriger Spielplan und sie starten den, wenn es nach meinem Tipp geht, hoffentlich mit einer Niederlage. Schauen wir mal, ob ich das am Ende dann auch setzen werde. Und beim letzten Spiel, glaube ich, braucht man auch nicht viel sagen. Es kann sein, dass die Clippers Load Management betreiben werden, also mal wieder Leonard nicht spielen lassen werden. Die drei Topscorer hatten einen katastrophalen Tag gegen die Spurs. Die Wizards mit Mo Wagner, Bradley Beal, haushoher Außenseiter, haben gestern auch schon gegen LA Lakers verloren, beziehungsweise vor zwei Tagen, wie dem auch sei, die sind in LA, sind sie gleich geblieben und trotzdem glaube ich nicht, dass sie hier einen großartigen Stich machen werden, deshalb
darauf keine Wette. Und damit sind wir jetzt schon bei einer halben Stunde und wir kommen damit zu meinen Wetttipps für heute. Okay, jetzt die Zusammenfassung der Tipps. Gibt ja doch einige. Ich habe mir noch mal kurz ein paar Gedanken gemacht. Tipp Nummer 1 ist auf die Miami Heat mit einem Handicap von minus 2,5, gibt eine Quote von 1,8. Celtics gegen Knicks, hier bin ich die ganze Zeit am Überlegen, was soll ich machen? Die Celtics schulden mir eigentlich noch Geld, weil sie gegen die Nets am Freitag verloren haben. Und nach längerem Hin und Her habe ich mir gedacht, der Brad Stevens, der Coach, wird die schon in New York so einstellen, dass die das Ganze wuppen. Wir nehmen die 1-3er mit und kombinieren das Ganze mit einem Sieg der Minnesota Timberwolves. Allerdings mit einem Handicap von minus 4,5. Das bedeutet, wenn die Timberwolves mit 5 oder mehr gewinnen, dann haben wir die Wette gewonnen. Und zusammen würde das eine Quote von um die 1,8 bis 1,9 geben, je nachdem. Dallas Mavericks bei den LA Lakers. Hier gehe ich wieder auf die Mavs und letzte Woche, bin ja ein bisschen abergläubisch, hat es mit 1,7er-Quoten ganz gut funktioniert. Deshalb sagen wir hier auch over 219 Punkte für 1,7 irgendwas und Mavs plus 8,5 mit 1,7 irgendwas. Schaue ich dann gleich nochmal nach. Hoffen wir auf Luka Magic und Maxi Kleber. Die San Antonio Spurs favorisiere ich hier mit einem Handicap von, ich meine, es waren 4,5, gibt auch wieder eine 1,83-Quote. Hände weg von Pelicans Thunder, denn man muss nicht jedes Spiel wetten, genauso wenig die Orlando Magic gegen die Golden State Warriors. Hier passen die Quoten in beide Richtungen aus meiner Sicht nicht, deshalb auch Hände hiervon weg. Die Jazz favorisieren wir in Raptors und mit plus 3,5 auf Utah nehmen wir auch eine 1,8er-Quote mit und Hände weg bei Clippers gegen die Wizards, weil hier auch die Quoten nicht passen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, diesmal doch noch mal länger als eigentlich geplant. Wer ihn interessiert, wer was ich so rumtippe, geht in unsere Facebook-Gruppe, schreibt mich an. Ihr könnt gerne den Telegram-Kanal joinen, den wir da anbieten, halt einfach mit einer Anmeldung über einen unserer Wettanbieter und dann ein bisschen Provision für mich oder für uns. Gönne ich mir was zu Weihnachten, wenn der eine oder andere Lust hat, mein Weihnachten zu finanzieren, ganz gerne. Ansonsten bitte lasst eure Kommentare da, Likes da, alles gern gesehen. Macht auch unglaublich Spaß, die Videos zu machen. Hilft mir auch ein bisschen selber für mich. Und das positive Feedback, was ich bisher da so erhalte, ist sehr, sehr motivierend. Von daher vielen Dank und bis zum nächsten NBA-Video und genau nächsten Sonntag.